So, meine Leute, heute elektrisch unterwegs, allerdings gleich im Flugzeug. Heute unterwegs mit dem Großen, Lost History. Allerdings ziemlich verballert, der ist nämlich gerade aufgestanden. Ich bin müde. Möchtest du irgendwas sagen? Okay. Das ist die liebe Johanna. Oh mein Gott, das ist eine Freundin, Aufnahme. Die Freundin von dem Großen. Lost Historie. Den Großen Lost Historie. Oh Leute! Und Toni. Den kennt ihr ja schon. Hast du den mal erzählt in Florian? Ne, wie viel haben wir es denn? Wir haben. Das muss man auf dem Handy. Nein, das muss man auf dem iPhone zeigen. Also auf dem iPhone muss man das zeigen. 3:20 Und Fluffo klingelt mein Wecker. Ja? Gandalf läuft hier mit deiner GoPro auf dem Dings und der Ochse. Der Ochse, der Gandalf. Warum hast du auf deiner Kamera noch nicht erzählt, dass wir jetzt nach Berlin fahren? Ach so, ja, aber wohin fahren wir jetzt? Berlin. Und was machen wir in Berlin? Fliegen. Wohin? Nach Budapest. Nach Budapest. Und was machen wir da? Bunker. Bunker. Richtig krachen. So, meine lieben Leute. Also, habt ihr gehört? Wir sind jetzt, glaube ich, wann sind wir losgefahren? Um 9? Ja. So ganz grob um 9 aus Köln. Und dann haben wir die lieben Leute hier alle eingesammelt. Den Hund auch weggebracht zu meiner Mutter. Und jetzt tanken wir schon das zweite Mal, damit wir auch in Berlin ankommen. Und dann werden wir das Auto auf den Parkplatz bringen und dann geht das zum Flughafen und dann fliegen wir so gegen 9 Uhr Richtung Budapest und dann wird bis zum 31. nämlich 3,5 Tage geurbext, Bunker aus dem Kalten Krieg und auch einiges anderes und da werden wir uns dann auch noch mit ein paar Leuten treffen, also in Summe sind wir dann 8 Leute da hinten, wird also ziemlich cool und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und bleibt dran und bis später. Johanna, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, trotz einer Sternbewertung. Ja, also Leute, wir haben so ein bisschen Sorge gehabt wegen unserem Parkplatz. Der hat nämlich ganz, ganz schlechte Bewertungen. Aber es hat alles sehr gut geklappt und wir fanden das jetzt gar nicht so schlimm, dass der nicht abgeschlossen war. Und preislich absolut okay. Was haben wir jetzt gezahlt für die 4 Tage? 50 Euro irgendwie, also von daher absolut okay. Und wir fliegen vom BER. Ich habe sehr schlechte Erinnerungen an den BER. Ich habe nämlich 2,5 Stunden in der Security Lane gestanden, aber die Johanna nur 20 Minuten, ne? Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir da heute auch Glück haben. Drive and Park für Bewertungen hat. Machst du die Tür auf? Ach, die geht wohl alleine auf. Willkommen im BER. Abflug, Ankunft. Ich bin schon 100 Mal geflogen, aber noch nie irgendwie mit meinem Freund zusammen. Ich vergesse, wir sind nämlich von Kerpen ausgefahren. Ja, alles. We are so happy holiday. Jana, noch irgendwelche letzten Worte? Goodbye. Goodbye. Toni? Goodbye. Wodka! Wodka, Wodka, sagt sie, Wodka! Geschlafen? Nein. Wie, du hast geschlafen? Ey, das ging so schnell. Soll ich euch hoch, runter, tschüss. Okay. Meinst du, da kommen alle rein? Ich glaube, da kommen die rein, ne? Pass auf dein Täschchen. Toni, bist du aufgeregt? Nö. Okay, dann mach ich die zu machen. Ja, mach zu. Nicht.
Warum filmst du da nicht? Ich glaube, dass der Bunker nicht so gut ist. Ah, okay. Ich bin natürlich reingeschnitten. Klar, wird das reingeschnitten. Es gibt einen Uncut. So Leute, wir haben uns eigentlich über einen T-Rock gefreut, den wir gebucht hatten. Jetzt hat sie uns kostenfrei ein Upgrade für eine Automatik gegeben. Und erst haben wir tatsächlich uns gefreut, aber wir sind zu viert und eigentlich sogar zu fünft. Und es ist ein bisschen kompliziert. Die Ladebuchsen hier funktionieren auch nicht. Haben wir extra von zu Hause die 12-Volt-Adapter mitgebracht. Das ist ein bisschen schwierig. Wir kriegen unser CarPlay nicht verbunden, obwohl wir eigentlich technisch gar nicht so unversiert sind. Und der Toni, der hat ein paar Platzprobleme hier auf diesem Sitz. Und die anderen beiden haben hier hinten ein bisschen Schwierigkeiten. Und die Fenster sind so ziemlich gedrungen. Also ich habe hier echt Probleme zu sitzen und auch auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Aber wir kriegen das hin. Oh. Also von daher wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Wir warten, Schatz. Also Leute, das ist jetzt unser erster Pin. Carsten sagte, die ist wahrscheinlich nicht so geil, die Bude, deswegen wird er da nicht filmen. Ich nehme auf jeden Fall die Bude mit, um hier ein bisschen reinzukommen, weil ich muss mich tatsächlich so ein bisschen akklimatisieren. Und Carsten, das machen wir nicht. Wir bringen uns hier um. Wir bringen uns hier echt um. Unglaublich. Also, das schaffen wir auch nicht. Wir müssen auch noch mal ein Update geben, ne? Wir sind jetzt... Ja, wo sind wir? In welchem Land? Wir sind in Budapest. Ja, aber wir sind jetzt auch schon fast 15 Stunden wach. Wir sind, ja, komm! Mann. Leute, da müssen wir rein. Wir suchen jetzt einen Eingang. Ich habe tatsächlich schon den Eingang zum Bauwerk gesehen. Und da hoffen wir einfach mal, dass die Anlage doch ein bisschen Adrenalin hervorruft. Wie gesagt, wir sind alle ein bisschen genervt. 14, 15 Stunden schon unterwegs. Die Tür ist nicht auf. Und zur Not müssen wir gleich hier über den Zaun rüber klettern. Das wird spannend. Toni, hast du Bock? Wo ist denn der Eingang? Ja. Hier. So. Wir haben da vorne gerade eine Polizeikontrolle gesehen. Mal gucken. Oh. Ah, hätte ich mal meinen Handschuh angezogen. Oh. So. We are in. Ein Ziel sind Hunde. Okay. Das ist doch aktiv. Da ist ja jemand drin. Da ist das Fenster auf, Leute. Ach so. Das sah jetzt so ein bisschen aktiv aus. Ach so, ich dachte, das war Johanna oder was? Hat Johanna gerufen? Ah, oh. Ich dachte, Alter, das sind voll die Stacheln. Alter, ich habe mich jetzt richtig erschrocken, aber Johanna hat gerufen. Schaut mal hier, den Turm. Also das sah richtig, richtig bewohnt aus. Den Weg lang. Ja. Spannend. Man nimmt immer die vorgefertigten Wege, wenn man sich nicht auskennt. Denn die führen meistens irgendwo hin. So. Wenn, dann ist er da vorne. Aber das sieht ja, das ist alles noch in Benutzung, oder nicht? Aua. Ah.
Warte, schaut mal. Da ist eine Bunkertür. Eine Bunkertür. So, also. Definitiv ziemlich vermüllt. Boah, man kann da gar nicht rein. Es ist einfach so vermüllt, dass es einfach keinen Spaß macht, da reinzugucken. Ich glaube, das ist ein Fehlgriff, Leute. So, ich gehe schon mal vor. Ich glaube, der Bunker ist unterm Haus. Ich sehe den. Hier vorne ist der Eingang. Was? Hier ist der freie Eingang. So, ich glaube, der Bunker ist hier links. Ja, da ist er. Hier ist er. Leute, hier ist der Bunker. Schaut euch das mal an. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwo Alarmanlagen oder ähnliches haben. Aber das haben wir nicht. Alte Schnecke. Wie geil. Guck mal, hier ist die Tür. Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Der ist unter dem Haus. Geil, oder? Hier ist der Hausanschlussraum. Und hier ist sogar noch eine. Der ist verplombt. Hier geht nichts. Und hier offene Stromkabel. Die Tür geht nicht auf. Das ich kann nicht sagen, warum nicht aufgeht. Weil du auf alle Seiten machen musst. Da auch noch die beiden. Nach so? Na. Der dreht durch. Der dreht auch durch. Ja, so Leute, wir sind jetzt hier einmal in das Gebäude reingegangen und haben hier die erste Gasmaske gefunden. Auf jeden Fall neueres Modell. Und schaut mal hier. Ah! Warum machst du das? Boah. Leute, schaut euch das mal an. Wo ist der Keller? Oh mein Gott. Hier haben wir welche gewohnt. Boah, hast du das Fleisch gesehen? Warte, ich weiß nicht, ob ich das Video hochladen kann. Oh mein Gott, der. Boah, guck mal, der hat voll daneben gekackt. Wo ist der Keller? Wissen wir noch nicht. Nicht, dass wir gleich noch eine Leiche finden oder so. Menschliche Überreste gefunden, Carsten. Ja. Dann gibt's keinen. Mein Gott, ist das eklig. Ist das eklig. Wir kommen irgendwie nicht in den Bunker. Setz mal den Hut auf. Nee. Ist das heftig. Verrückt irgendwie. Mhm. Boah. Hier haben auch Kinder gewohnt. Heftig. Boah, ist das schlimm. Aber das ist das wirklich Ekelste. Gehen wir mal in die Küche. Hast du das Hähnchen gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ey, ich glaube. Guck mal, hast du die Gasmaske gesehen? Klettert vor, mach unten die Tür auf. Lass da rein. Die klettert vor. Der Zöcker. Du machst unten die Tür auf. Boah, Alter. Die will ich hier auch machen. Ja, die will ich mal runter, mach von innen die Tür auf. Da ist den Kühlschrank drauf. Hab ich schon, da stinkt jetzt überall. Oh. Links, da ist der Busch. Ja. Und dann? Ja, links rein. Also, das ist wirklich eine Roy Location. Im Zweifel. Und? Bist du begeistert von der Location? Ja, einer muss jetzt da durchgehen. Ja, zieh aus. Wir haben den Eingang gefunden, Leute. Also motiviert. Ja, random life geht's so. So, ich? Jetzt muss ich da rein.
Ja. Der älteste von allen. Ja. Du hast eine Kamera, die Leute wollen ja auch mit da rein. Ja. Das Schlimme ist, ich habe keine Handschuhe, was soll ich jetzt machen? Der hat Handschuhe von euch, weil. Ich habe keine Handschuhe. Gar nicht. Boah. Ich habe keinen Bock mit meiner Hand. Alter, geh da doch nicht rein. Ja, das ist ein Bunker. Alter. Oh mein Gott. Warte, es macht. Alter! Wie geht's? 4 Meter. Warte. Film mal. Filme. Film doch einfach. Achso, du nimmst. Kassen, gar nicht mehr heute. Alter Schwede. Achso, die Alter, erstmal geht er rein. Vielleicht mal auch noch. Hier ist wieder rein. Ja, ich nehme. Du musst filmen. Ich filme dich. Ich habe versucht, das nicht ins Auge zu bekommen. Achso, Film ist wichtiger. Ach so, aber okay. Carsten, das war auch ja gut bei dir. Ach, einfach so. Ja, der geht rein, aber wir wollen uns mal aufmachen. Danke. Geht los? Geht richtig los. Ja, komm. Mach ihn genau, wenn ich. Halt doch mal, jetzt mal den Mund. Leute, der große Random Life, sagt der Carsten immer. Oh. So, da will ich jetzt. Boah, ist das alles dreckig. Ja, da will ich jetzt hoch. Alter! Da muss ich jetzt durch. Oh. Also, die Bauart kenne ich auf jeden Fall. Hier, Prüfritzen. So, hoffentlich ist hier keine Alarmanlage. Wer soll denn da durchkommen, bitte? Ich glaube. Alter, wer soll denn da durchkommen? Also, ich komme da nicht durch. Wir müssen einen schmaleren finden. Warum? Weil hier unten eine Gittertür ist und da komme ich nicht durch. Komm mal, aber ohne Jacke, ohne Jacke. Salatte, wir haben es durchzug. Alter, wie geil. Alter, ist das geil. Nicht dein Ernst. Ja, die können lange finden. Hier liegt Bier. Nicht nein. 20 Dezibel. Da liegt Bier. Was ist das? Es ist ein Besprechungsraum, aber es ist eine Lagerhalle. Ich würde sagen, wir hauen ab, oder? Ja. Ja. Das ist ein Raum. Das wollen wir nicht. An dieser Stelle wollten wir eigentlich umdrehen und das Bauwerk hinter uns lassen. Aber wir haben unseren ganzen Mut gepackt und sind noch mal gemeinsam rein. Also hier sehen wir eine originale Skizze von Budapest. Und hier den Besprechungsraum. Junge, das ist fein. Hammer, ne? Guck mal hier. Mhm. Kasmus. Schaut euch das mal an. Das ist richtig heftig. Den einzelnen. Stadtabteilungen. Alter. Krass. Oh, das ist ja voll groß. Oh, das ist eine krasse Anlage, Alter.
Guck mal hier, die Betten. Alter. Oh mein Gott. Das ist eine Hammeranlage, Alter. Mach mal kurz das so ein Video aus. Nein, lass uns erstmal die Leute. Ja. Krank. Wer weiß, ob wir noch welche schlafen. Mal Misse. Boah, Alter. Was haben wir daneben? Ein Schreiber, glaube ich. Alter. Hier links sind auch so Sachen drin. Oh, Kisten. Telefone. Alter. Boah, Carsten. Das ist geil. Ich glaube, das sind Gasmasken hier. Ja, das bedeutet, die sind nur von da reingekommen, wo wir jetzt gerade auch reingekommen sind. Ja, es gibt was. Ja. Das ist einfach crazy. Das ist einfach so crazy. Echt alles Gasmasken. Ja, ne? Ja, ja. Hier. Das sind die Gasmasken, Leute. Boah, es ist alles voller Gasmasken. Oh Scheiße, Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Alter. Ey, das darf auch nicht zu laut sein. Ich, oben, ich, ne? Ich hau ab. Ich bin weg. Ich hau ab. Wir machen die Lüftanlage an. Ich bin raus. Nachdem wir diesen einzigartigen Bunker mit funktionierendem Licht und einer Filteranlage erkundet haben, ist es Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Jetzt begeben wir uns auf eine Reise zu einem ganz besonderen Ort, wo ein weiterer Bunker auf uns wartet. Bleibt dran, während wir den Weg zu dem ersten Abenteuer gestalten. Bis gleich.